So, jetzt sind wir zurück auf Carsten. Eins, Anna bewegt sich auch schon. So ein bisschen. Ja, da ist sie. Ja, ich musste mein Mikro auch anschalten. Das wäre. Nee, das ist auch okay, wenn wir nicht miteinander reden. wir machen uns jetzt noch schnell ein bisschen Graphen. Und dann können wir nämlich zurück nach da. Annemarie? Ja, wie heißt sie? Wie heißt sie denn? Verena? Vera? Ich hab sie Valerie getauft. Du hast sie Verena getauft. Ach so. Ja, dann ist das halt Verena Valerie. Verena Valerie. Weil Valerie macht bei Vesania so. Also nicht. Also VE wäre gut, was man sagen. Vielleicht ist es eine Valerie. Oh, eine Valerie, ja. Das ist ganz innovativ dann. Ja. Ne? Auf jeden Fall, wenn wir das nämlich dann haben, können wir zurückfliegen. Oh. Und sie aufwecken. Dann haben wir nämlich noch einen Planeten freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie viele dann noch kommen. Ich spicke mal in Astropedia hinein. Novus. Ach, Novus! Guck mal. Ja, ich weiß. Glacio hatten wir ja schon, glaube ich, ne? Ja. Freigeschaltet. So, das heißt, dann sind es ist nur noch Novus und Aatrox. Und dann haben wir es auch endlich mal geschafft. Warum habe ich das hier? Was? Du wolltest dieses Ding noch mitnehmen, ne? Ja, vielleicht finden wir irgendwo noch ein Graphitgedöns. Schau mal, ich habe eine richtig gute Landeposition gefunden. Ja. Mit einem Fuß im Schredder. Dass der nicht an war. Oh, ich sehe gerade, ich muss dann irgendwann nachtanken. Ich habe nämlich nur noch ein Hydrazin. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe noch zwei. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Rover hier nochmal mitnehme oder. Ja, doch. Ja, weil wir fliegen von da doch dann direkt weiter da. Ja, oder? Deswegen. Ja. Aber wir müssen ja irgendwo noch Graphit finden, um die ganzen Sachen verpacken zu können. Nimmst du den Schredder jetzt mit? Ja. Gut, habe ich ihn da gelassen. Passiert. Ist ja aber auch witzig, wenn einfach so ein einsamer Schredder seine Kreise dreht im Orbit. Oh, so, 2021, ne? Was denn? 2021, kommt irgendwann Kerbal Space Program 2 raus. Oha. Und das soll dann nativ schon Multiplayer unterstützen. Das ist voll das coole Wissenschaftsspiel. Mhm. Ja, weil du musst nämlich Raketen bauen, um zum Beispiel auf dem Mond zu landen. Aber du musst die Raketen selbst bauen. Stellst du die Rakete weg? Ich habe, glaube ich, zeitgleich mit dir gedrückt. Oder haben wir zwei? Wir haben zwei. Wir haben einmal den normalen Punkt und einmal die Landeplattform. Super, okay. Ah, perfekt. Ja, Raketen selber bauen. Ja, das kann ja spannend werden. Ja, das ist auch voll cool, weil du halt auf Physik und so achten musst. Also Gewicht, Stabilität, Schubkraft und je mehr Sprit du mitnimmst, also Sauerstoff und sowas, ne? Für den Raketenantrieb, desto schwerer wird die Rakete, dann brauchst du wieder mehr Leistung und so weiter und so fort. Und dann musst du natürlich noch mit entsprechenden Swing-By-Manövern, wie sie so schön heißen, um die Planeten rumschwingen, um noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu bekommen und dann vielleicht auch mal abzubremsen. Und dann irgendwo wieder zu landen. Ja. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich ganz clever war und habe die Lager bei uns einsortiert. Und nicht wieder mitgenommen? Aber sie nicht wieder mitgenommen. Das ist halt schon clever, ja? Ja, ich bin. Also manchmal habe ich das einfach drauf. Ups. Ah, und weißt du, was wir auch nicht mitgenommen haben? Die Forschungsprobe hier. Ach, die machen wir dann das nächste Mal. So, ich habe ein Graphen, du hast zwei Graphen, ich sitze. Was? Ich sollte das mitnehmen? Ich habe gesehen, wie du es eingepackt hast. Das glaubt dir niemand. Wo müssen wir hin? Runter. Links. Links runter. Ach, das ist ja praktisch. Dass wir direkt hier einfach mal straight und dann einfach mal laufen lassen. Hui! Das, ja. Sache. Klappt gut. Einfach mal laufen lassen.
Ja. Aber ich glaube, Graphen ist doch so eine Grundressource. Die sollte es überall geben. Graphit, genau. Da sollten wir doch Glück haben eigentlich und... Ja, wir stolpern bestimmt über Graphit, damit wir gleich die Sachen dann auch verpacken können und so. Ne? Ja, wäre schon nice. Wow. Weißt du, was auch nice gewesen wäre? Was denn? Einen kleinen Sitz einzupacken, damit wir gleich nicht so viel Treibstoff verdingsen, wenn wir zum Trabi hinfahren. Wir müssen ja... Achso, stimmt. Ach, wir müssen ja nicht fahren, wir können auch porten. Können wir auch machen, ja. Also, ich weiß gar nicht, ob du... Doch, mit der Rakete könntest du auch hinfliegen. Oh Gott! Ja, bitte. Du sitzt vorne mit dabei. Mir wird ein bisschen schlecht bei deiner Slalomfahrt hier. Alles gut. Ah, ich sehe nicht. Hast du Spucktüten dabei? Nee, lass einfach rausfallen. Deswegen haben wir ja ein offenes Cockpit. Ja, man kann auch mit der Rakete hin, das haben wir auch einmal gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind da, aber sind wir nicht. Ich glaube, jetzt sind wir langsam da. Oh. Ja, wir sind da. Weißt du eigentlich, dass wir diese Spielmechanik echt wenig genutzt haben mit den Porten? Weil wir fliegen doch immer hin und her, um die Ressourcen zu holen. Klar, wenn man was Großes holen muss, dann macht das Sinn, aber man könnte ja eigentlich auch, wenn man Basen neben den Tetraedern baut, sich auch hin und her porten, um was zu holen. Könnte man machen, ja. Wollen wir den eigentlich hier stehen lassen und laufen? Ja, das haben wir letztes Mal auch so gemacht. Da komme ich jetzt wieder ein bisschen hochgefahren. Ich dachte, du versuchst nur gerade zu wenden, deshalb. Ja, das sowieso auch, aber... Ich glaube, das wird jetzt von geringem Erfolg sein. Weil der Rover, der lässt sich leider gerade nicht wenden. Mist, mein Tank ist leer. Ja. Ich muss hier leider noch was abtragen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Platz tatsächlich. Aber das ist nicht schlimm, weil wir brauchen auch sowieso mehr Erde. Denk dran, dass du keinen Sauerstoff hast, ne? Oh, Astronium. Ja, das hatten wir ja auch noch nicht, zum Glück. Das ist halt auch sowas, was wir so überhaupt nicht nutzen, ne? Ich hätte es halt schön gefunden, wenn das außer Forschungspunkten noch irgendwas bringt, weil irgendwann hat man halt genug Forschungspunkte. Dass man irgendwie... Ja, genug haben wir noch lange nicht. Kannst du da hinten bei dem am Ende mal gucken? Ich probiere. Und was ist da hängt? Ja, warte doch mal. Ich will aber nicht warten. Ja, ich weiß. Sollte jetzt nicht mehr hängen. Oh, warte doch, hier sollte es noch hängen. Ist ein bisschen schwierig mit der Steuerung, weil du überfährst mich gerade. Kannst du mal bitte aufhören, weil sonst ich hänge hier gleich fest. Ja, alternativ, bevor wir hier jetzt noch 5 Stunden rummachen, erweiter einfach mal, wenn es geht, gerade hier drüben ein bisschen. Das Ding, weil wo dieses... Ist hier drüben? Ja, da wo ich nicht rumkomme. Dass ich hier rumfahren kann, weil dieses blöde Ding, das funktioniert dann einfach nicht richtig. Das hängt sich immer wieder selbst irgendwo fest in sich. Und lässt dich dann einfach nicht mehr zurückschieben. Warte. Nee, alles, das langt schon. Dankeschön. Das passt schon. So, sind wir auch jetzt hier dann direkt runtergegangen? Ja. Das ist ja quasi voll praktisch. Yep. Hui, ja, das sind ja unsere Sauerstoffleitungen, Gedönsdinge. Wupp. Wenn du nichts dagegen hast, flitze ich schon mal los wegen dem Sauerstoff. Aus sauerstofflichen Gründen.
Ja, du machst aber auch einen Stress. Du hast doch 3 Tanks. Alles gut. Ja. Alles easy going. Sagt sie. Ja. Großer Rover-Sitz. Da kommt sie. Hui. Hallo. Hallo. So, pass auf, jetzt funktioniert's nicht. Wir hoffen, dass das jetzt nicht wieder am Backen ist, ne? Ja. Das ich meine, diesmal bin ich ja wenigstens mit drin. Gut, einen habe ich. Geometrische Dreistheit. Geil, hast du die von deinem Rucksack vielleicht? Nein. Aber. Dann nein, ich wollte. Die sind gerade weggeflogen, das wollte ich eigentlich beobachten. Jetzt fliegen sie nicht mehr. Achso, Entschuldigung, ja, hier. Aber irgendwas ist hier trotzdem nicht ganz richtig. Kommen wir hier wieder raus? Ja, du musst ja oben das einmal einstecken. Sonst hast du es ja noch nicht erweckt. Ja, deswegen, stimmt. Deswegen sage ich ja gerade. Müssen wir das jetzt hier oben erst nochmal einstecken? Mhm, hast du gerade gesagt, das stimmt. Ja. Aber ist dir schon mal aufgefallen? Da fliegt was. Ich will nichts fliegen. Exotischer Anzug und Vinyanya. Ach guck, was ist das? Weg. Ich will jetzt meinen exotischen Anzug anziehen. Du hast schon einen exotischen Anzug an. Oh Gott. Hast du in deinen Anzug gepupst? Was? Ich sehe aus wie so ein Fisch. So. Auf jeden Fall, ist dir schon mal aufgefallen, wenn du jetzt hier quasi keine Ahnung hast, dass du 3 von den Dingen brauchst und denkst, oh, mir langt ja eins, dass dann diese Wand da auftaucht und du nicht mehr rauskommst, um was Neues zu holen? Ich glaube, naja, du brauchst ja hier nur eins, um aber kriegst du nicht die Dinge erst, wenn du alle 3 hast? Nee, du kriegst pro Bömmel. Ach, dann ist ja langweilig. Dann ist ja das langweilig. Hui, ich sitze mitten in der Luft. Ich fliege zum Trabi. Tust du das auch? Nö. Das ist schade. Plopp. Irgendwie ist mein Rucksack leer. Ich hoffe, das ist nur die Anzeige. So, Anzug gewechselt und damit den Rucksack leer gemacht. Okay, nee, das ist nur die Anzeige. Ey, warte auf mich. Ich warte, ja. Warte, irgendwie. Irgendwie, oh. Wo wollen wir es hinstecken? Da, wo es hingehört. Das wäre jetzt so einfach. So. Ich darf es überall hinstecken. Nee. Also darfst du vielleicht, aber Muster müssen ja passen. Aber ich sehe gerade nicht das passende Muster. Ja, ich auch nicht. Das ist... Eigentlich ist das hier das, oder? Nee, hier. Das da muss mal runter. Das haben wir falsch gesteckt scheinbar. Oh, voilà. Hier, das oder? Könnte... Nee, ich hab nebendran hier. Da. So, Ja, es hört sich auch schon viel besser an. So, jetzt haben wir quasi noch den da mittendrin. Das fühlt sich ganz eklig an. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Laserstrahl und die würde nicht einfach durchschneiden. Das wäre aber nicht fair. Nee, aber konsequent. Ich sehe echt hässlich aus. Vor allem mit dem Zahnrad da oben noch drauf. Tja, du bist halt ein. Oh, guck mal, die Beine! Ich stehe, als wenn ich auf Klo muss. Ja, ist das so? Nein, ich muss aber nicht. Heute mal nicht. Später wieder. So, hey. Aber wo muss ich hin? Kannst du mir sagen, wo ich hin muss? Nö. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ah, man muss auf die Symbole achten. Ich meine, das ist der ganz außen. Hier ganz hinten. Was für Symbole? Ja, die wir gerade raufgesteckt haben. Die Symbole. Ah. Wenn man sich das ich jetzt hoffe, merken könnte. Ich bin richtig. Das wäre das da. Dreieck mit einem Punkt in der Mitte und 3 Dreiecke außenrum. Ich glaube, ich bin richtig, oder? Ich bin mir nicht sicher. Woher weiß ich, wo ich jetzt bin? Kann man das irgendwie... Oh, ich glaube, ich bin falsch... Nein, ich bin falsch geflogen.
Das kann sein. Weil ich hab hier noch so ein... Ich hab ja Gott sei Dank das Ding noch drauf. Und das sieht aus wie so drei Fische. Ah. Aber du bist auch hier. Hallo. Hallo. Aber du bist auch hier. Ich hab aber das... Ich glaube, ich habe das falsche Symbol genommen. Ich denke nicht. Okay. Weil guck mal, dieses Symbol sieht anders aus als das, was ich gedrückt habe. Das hier sieht nach drei Fischen aus. Was? Aber wir hatten doch eben ein anderes. Hatten wir auch. Also wir haben doch eben oben ein anderes aufgesteckt. Was hast du denn für einen Quatsch gemacht? Das ist das Spiel. Kein nix für. Naja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich such gerade. Hier. Naja, das ist das Falsche. Sicher? Das stand nicht links. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh Gott! Ich glaube, wir sind sowas von falsch. Lost in Space. Ja. Weil, nee, das stand nicht links von so einem Böbel. Und wir sind auch viel, viel besser dran gekommen. Also wegen mir können wir nochmal woanders hinfliegen. Du sagst, du hast irgendwas mit Fischen gehabt? Wir gucken jetzt nach, oder? Ja, wir können auch nachgucken, aber... Wir laufen da jetzt einmal schnell hin, Ja, einmal schnell hinlaufen. Du bist lustig. Doch gleich, wenn wir rauskommen. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich komme nicht mal drauf. Plöpp, war ich oben. Nee, wir sind hier falsch. Ja, sag ich doch. Ja, wir haben keinen Tunnel gebaut. Safe nicht. Ja. Aber hier wäre ganz viel Dingsbums da. Was denn? Quarz. Jo, ich dachte schon Graphit. Nee, das hätte ja geholfen. Ja. Gut, dann nehmen wir das mit den Fischen. Aber wir haben doch eben wirklich was anderes aufgesteckt. Da muss ich dann, das prüfe ich dann nochmal. Aber das wäre nicht der erste Bug. Also entweder haben wir Tomaten auf den Augen oder das Spiel hat uns sauber veräppelt. Genau, also ich gucke mir das Video nochmal an. Ich kann mir das gerade echt nicht erklären. Und wahrscheinlich die Zuschauer sitzen da alle so mit der Hand an der Stirn so, oh Gott. Aber wir haben doch echt gerade dieses hintere Teil da aufgesetzt, oder nicht? Bin jetzt echt verwirrt. Also das mit den Fischen, was du sagst? Ja. Das hat einen dunklen Schnittpunkt innerer Erhebung, sieht genauso aus. Nee, sieht anders aus. Vergiss es! Wie, das hat einen dunklen Schnittpunkt? Wir haben doch alles freigeschaltet. Ja, aber das ist vermutlich der Mond nebendran. Das sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus, aber doch nicht gleich. Moonwalk. So. Wo? Du hast jetzt aber schon den hellen Schnittpunkt genommen. Ja, ja, weil der dunkle, der geht nicht. Logischerweise. Klingt logisch. No. So. Da läuft er. Jetzt ist die Frage. Wo ist denn hier unser Sauerstoffding? Ich suche es gerade. Ich sehe es aber nicht. Hier unten bei mir. Wo ist hier unten? Hier, du bist oben. Seite. Nein, ich bin unten. Nein, du bist oben. Du wirst mir doch wohl jetzt recht geben, dass ich unten bin. Nein! Du hast auf jeden Fall sehr, sehr, sehr komische Anwandlungen. Ich? Was? Nee. Ja. Mobb mich nicht nur wegen meines Aussehens. Ich find's aber schön, wie klumpig du läufst. Ich habe zu viel gegessen bei McDonald's. Mir ist schlecht. Ja, wir sind richtig. Oh Gott sei Dank haben wir drei von den Dingern gehabt. Naja, wir wären sowas für falsch gewesen. Sonst hätten wir ein paar Sachen halt ausprobieren müssen. Wäre auch okay gewesen. So. Ich muss mich nochmal umziehen. Warum? Du passt auch so rein. Wir haben ein offenes Cockpit, da kann auch dein Bauch ein bisschen vorne überhängen. Oh Gott. Guck mal, von dick zu dünn. Ach nee, du siehst das in der Vorschau wahrscheinlich nicht, ne? Nee. So, ich will wieder meinen normalen Anzug. So meinen normalen Jogginghosenanzug hier. Ja.
da drin fühle ich mich wohl. Heute haben wir einfach mal Bock auf Harzen. Harzen, ach Quatsch. Man kann auch so eine Jogginghose anziehen. Ich ja, ich habe auch eine an. Und ich habe so viel abgenommen, meine Jogginghose rutscht mir vom Arsch. Ich brauche eine neue. Ein armer Arsch, sonst friert der noch. Du kannst den Kissen reinstopfen, dann sitzt du gleichzeitig noch weich. Voll clever. Boah, das ist eine mega Idee eigentlich. So, wenn du irgendwo, Graffiti siehst, schweißt du? Das machen die Promis also. Ja. Deshalb lassen die sich den Hintern aufspritzen. Die finden die Stühle zu hart. Oh mein Gott. Das ist der einzige Grund, jetzt wird mir das klar. Konnten wir das alle Jahre nur übersehen? Was ist das da rechts? Harz? Und Laterit? Dieses komische, ja, keine Ahnung, weil es so rot gepunktet leuchtet. Keine Ahnung. Oh, bei mir leuchtet es gar nicht rot. Naja. Naja, was passiert. Soll's. Das Spiel ist sowieso komplett out of sync irgendwann. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Ich meine, wir sind schon recht nah am Story-Ende, also falls man das so nennen kann, also am Spielende sozusagen. Habe ich doch ein bisschen Schiss, ob uns das nochmal um die Ohren fliegt. Na, deswegen müssen wir uns beeilen, dass sie nicht so viel Zeit haben, Updates zu veröffentlichen. ja, doch, hier das Laterit, das hat auch rote Punkte drin. Ah, stimmt, ja, jetzt glänzt ein bisschen. Es glitzert. Ja. Schön. Mit Glitzer und so. So, wir müssen Raketenantrieb hätten, dann könnten wir nämlich voll hier rausspringen, aber so wie das letzte Mal fahren wir einfach nur über die Kuppe. Stimmt. Also, unabhängig von dem Ende des Spiels müssen wir noch einige Dinge ausprobieren. Also, es gibt noch einiges zu erforschen und so Sachen mit Raketenantrieb am Rover und so. Wir müssen noch so ein bisschen mal rumexperimentieren eigentlich. Ja. Gut, wir brauchen Graphit. Zwei Verpacker haben wir, aber einen Vorteil haben wir auch. Dadurch, dass du die Lager vergessen hast, nee, haben wir doch nicht. Wir müssen ja die ganzen Windturbinen auch noch mitnehmen. Sonst hätte ich nämlich gesagt, oder wir können, doch, das können wir trotzdem machen, das Silo, so wie es jetzt ist, auf eine Rakete packen. Dann musst du nämlich die ganzen Windturbinen nicht verpacken. Und du hast aber den Strom für den Rover gleich mit bei. Ja. Ein Rover hast du ja auch noch. Auf der Rakete. Lass mich mal was überlegen. Wir können hier so ein bisschen geplöppelt darum liegen lassen. Ne? Ich meine, wir haben so einen mittleren Ressourcenkanister voll mit Grünzeug. So, ja. Und da passt aber nämlich noch hier ein so ein Ding drauf. Krass. Das macht ja nichts, aber wir können das dann nutzen, dieses kleine Lager, um zum Beispiel diese kleinen Batterien und so Kleingedöns halt da drauf zu packen, was wir dann auch nicht verpacken müssen. Ja, das ist schon klar, aber ich mache überaus clever, gell? Ja, aber bevor du die zwei Verpacker benutzt, überleg da lieber mal, was dann gleich Sinn macht, was wir als erstes brauchen, weil wir brauchen also ich hätte jetzt Rover und haben dann aber keinen Sitz oder so, ne? Genau, ich hätte jetzt dazu tendiert, vielleicht den Rover hier noch ein bisschen zu lassen und statt fußläufig mit dem Rover mal schnell zu suchen. Boah, ist das nervig. Und vielleicht Graphit einfach so abzubauen. Mit dem Rover. Ich wollte nur schon mal in eine Richtung gucken, bevor wir ewig rumfahren und dann die Basis nicht mehr finden. In welche Richtung hier irgendwie Graphit sein könnte. Ja, das ist halt jetzt die große Preisfrage, ne? Vor allem finde ich gleich selber nicht mehr zurück und ich habe gar keinen Sauerstoff dabei. Oh mein Gott, nein. Ich müsste mal... okay, ich sehe die Bubble noch. Sehr gut. Gut, dass wir Leuchtfeuer dabei haben. Ja, doch. Auf der Suche nach Graphit. Du. Es ist auch so dunkel. Was ist das? Was ist das? Ist das Graphit?
Bleib, 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 bleib. Organische Ressource. Ach, komm schon. Ja, nein, hier ist ewig das Gemüse außenrum. Ja, Grafit. Ja, du hast gefunden? Ja. Ich stürze gleich ab. Oh, ich muss mal zurück. Dito. Aber merk dir die Richtung. Richtung Osten. Weißt du, wie ich das da rausgefunden habe? Der nächste. Nee. Ich habe auf meinen Hintern geguckt und da stand Osten. Und dann weiß auf ich, deinem Hintern dahinten steht Osten? Ja. Was ist das denn für ein Hintern? Ein Osthintern. Ha. Ja, genau. Fernosthintern? Nee, so fern ist er nicht. Aber jetzt wissen wir wohin und dann fahren wir da jetzt einfach hin und holen uns hier gerade nochmal unseren Strom. Jawohl, das machen wir in der nächsten Folge, ne? Ja, genau. Und dann nehmen wir nämlich noch unser, weißt schon, den Kanister da, diesen mittleren, da, genau, den da. Genau. Und dann, hast du den hast du aber jetzt nicht reingetan, ne? Was doch, ist denn da jetzt da drin? Da was, nein, nein. Nee, das Harz drin. Ja, du musst den, du darfst den nicht draufstellen. So. Ich sag's dir. So. Jetzt Flo. Fertig und ja. Startklopf ist das nächste Mal. Wuhu!